Jo, hey Leute, siehst du da Just Eddie am Start mit einem kleinen Video. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier mit euch zusammen ein bisschen zu chillen. Und ja, Freunde, heute gehe ich auf jeden Fall auf die Kommentare vom letzten Video ein. Aber ich will auch auf etwas eingehen, was im Discord geschrieben wurde. Das fällt mir gerade ein, kann ich gar nicht hier gerade einblenden. Aber ich kann euch trotzdem kurz dazu was sagen. Und zwar wurde im Discord... Aber ey Leute, direkt zu Beginn, ich will mich da nicht einmischen. Ich will nur kurz was dazu sagen. Sekunde. Und zwar war das hier bei uns im Justice Chat. Moin, nochmal zum gestrigen Zwecks PT. Ah, ist schwierig geschrieben, warte mal. Moin, nochmal zum... Gestern zwecks PT, ich fand die Aktion, ich gehe mal eine Stunde AFK, kein Bock, was zu machen, etc. Richtig daneben von manchen Spielern. 3 bis 4 Mann machen auf Deutsch gesagt die Drecksarbeit und ihr lasst euch feiern oder was. Zukünftig werde ich nur noch Spieler mitnehmen, die auch was dazu beitragen. Nicht rumheulen, ist halt nur mal die Wahrheit. Ich will direkt zu Beginn darauf eingehen, weil das natürlich ein bisschen krasser ist, ein bisschen brisanter, aber wie gesagt, direkt zu Beginn will ich sagen, ich will mich da nicht einmischen. Ich war nicht dabei. Es tut mir nur leid, wenn ich dann sowas lese und so weiter. Weil ich kann das voll verstehen. Wenn man manchmal so das Gefühl hat, so irgendwie, man hat das Gefühl, alle haben Bock auf das Gleiche. Und die haben, boah, cool, man feiert's und will irgendwas starten. Und erstmal sind so alle voll dabei. Und dann auf einmal merkt man ja eigentlich irgendwie die Hälfte ist AFK. So, das ist Abfuck. Deswegen an der Stelle, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich definitiv. Was ich aber dazu trotzdem zusätzlich sagen kann, und das ist einfach durch die Erfahrung, die man ja im Laufe von Zeroad macht, ist, wenn man sowas anbietet wie Unique Hunten, P-Level oder gemeinsames Leveln oder so, man muss sich halt, also ich persönlich bin der Meinung, alle mit dazukommen, die Bock haben, und wie die das machen, ist mir egal, Hauptsache, ich habe jetzt gerade so meinen Spaß, so, ne? Beim Unique Hunten, beim Traden, bei sowas ist es meistens egal, ob dann Leute AFK gehen oder so. Wisst ihr, also zum Beispiel, wenn ich Unix hunte, so zum Beispiel Easy, ey, dann sollen die Level 40er und so mit dazukommen und dass die nicht attacken, verstehe ich auch voll und ganz und so weiter. Bei so einer Level-Party kann ich sagen, ist es natürlich schwieriger. Da sage ich auch immer, ey, alle sollen dazukommen. Alle sollen dazukommen, zum Beispiel, wenn wir bei den Level 80er Party machen, ja. Wenn dann Level 60er dabei sind, ey, die sollen ruhig AFK rumstehen, ein bisschen richtig geil EXP reingönnen. Und da bin ich entspannt. Wenn es aber dann so eine Party ist, wo wirklich gerade auf die meisten Leute auch nicht verzichtet werden kann, ist es natürlich wieder Abfuck. Und da muss man halt gucken. Deswegen will ich das Einzige, was ich dazu sagen möchte, weil wie gesagt, ich möchte mich da nicht zu sehr einmischen. Das ist deren Sache. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist und wie sich die Party zusammengestellt hat, wie es zustande gekommen ist. Es tut mir nur leid, das einfach zu lesen, und ich denke mir halt einfach, ja, vielleicht war das gut, dass er es mal geschrieben hat, dass einfach so in der nächsten Zeit, also in der Zukunft, da bewusst ist, so nicht einfach reinstellen, AFK gehen und weg. Das ist dieses Taxi-Prinzip, und da bin ich selber auch gar kein Fan von. Ich finde es selbst immer geil, wenn man versucht, irgendwie mitzuhelfen. Alle Leute, die wissen, wenn ich mit dabei war und ich nichts richtig ausrichten konnte, habe ich es versucht. Ich weiß jetzt noch ganz genau die Situation, da war ich bei Lord Yakan, Leute. Ey, ich war low as fuck, ohne Spaß. Aber ich habe versucht, da mitzuhelfen, so gut es ging. Und wenn es nur ein bisschen Spawn mal rausziehen war oder sogar Spawn auf mich locken, damit dann die anderen da was machen konnten, ist es halt schon einfach frustrierend manchmal, wenn Leute einfach so Taxi-Prinzip machen. Ist uncool. Deswegen, Taxi, Freunde, geht dann lieber richtig in ein Taxi. Ja? Oder kündigt das von Anfang an, sagt so, ja, ich würde in die Party joinen, ich kann aber gar nichts dann machen. Dann, sage ich mal, ist es das Party-Leaders eigene Verantwortung, ne? Naja, so viel dazu. Damit schließe ich das Thema auch ab. Ich hoffe, ich bin damit dem Verfasser des Kommentars nicht auf den Schlips getreten. Ich glaube, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe ihm sogar eher zugesprochen, weil ich es einfach verstehen kann irgendwo, ja? Jetzt gehen wir auf die Kommentare vom letzten Video ein bisschen ein. Erstmal von Martin, einfach so, dass er die Idee gut findet und so weiter, dass ich damit so das bisschen hier die Leute mit einbeziehe, dass es wie eine kleine Sro-Revolution ist. Das freut mich. Und er fände es halt auch geil, wenn alle Leute auf einem Server spielen würden. Wäre auch geil. Wäre auch geil, aber wird schwierig.
Genau, dann weiter. Und zwar hier Florian. Da wir bald alle Max-Level sind auf Merv und eventuell sogar Fortress War spielen, wäre es doch mal interessant, so Tipps und Tricks zu hören, alles bezüglich Fortress War. Und dass er sich an sich freut auf die gemeinsame Zeit demnächst. Ja, ey, Fortress definitiv, Digga. Ich kann dir nur sagen, ich bin da selbst echt nicht der Pro. Wirklich nicht. Und ich müsste da selbst erstmal so ein paar Infos reinkriegen. Wenn sich aber jemand wirklich gut mit Fortress War und so auskennt, mache ich da gerne was Gemeinsames. Also, ne, jetzt schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch gut mit Fortress War auskennt, oder sagen wir mal perfekt mit Fortress War auskennt, ja, schreibt mir das ruhig da rein. Und wenn ihr bereit dazu seid, vielleicht ein gemeinsames Video mit mir zu machen, wo ihr einfach nur redet und ich euch Sachen fragen kann oder so, dann informiert mich, weil wäre für mich geil, weil ich habe zwar Fortress mitgemacht und würde sagen, an sich weiß ich auch einige Sachen, aber ich würde sagen, ich bin kein Pro. Es gibt Items, irgendwelche Flags, die man dahin machen kann und so weiter. Ich keine Ahnung, Leute. Also wirklich, da bin ich selbst leider überfragt. Von Stefan, ne, Steffen Hering. Grüße. Grüße, ich will auch ein Star sein. Pack mich ins nächste Video. Liebe Grüße, Darkior, dein erster Spieler zu dein erster Spender zu Elefort-Zeiten. Ja, mein Freund. Jetzt hier bist du in den Kommentaren gerade erwähnt worden. Grüße gehen zurück und danke dafür. Ich bin jedem Supporter dankbar und tatsächlich war er einer der ersten, der mal reingecasht hat. Sash, genau zwei schlechte Updates und in der Beta-Phase die berühmte Gerüchteküche. Ja, genau. Das war echt ein Riesenproblem. Diese Gerüchteküche und sowas alles, das ist so unnötig gewesen. Also ohne Spaß. Ich finde so Gerüchteküche und sowas alles, was soll man dazu sagen? So ein Server macht auf und bevor der Server überhaupt da ist, schon, ja, die Admins sind korrupt und so weiter, wo ich mir denke, chillt mal, Leute, chillt mal, ja. Wenn, und selbst wenn die zu einem Server gehören, der irgendwie Scheiße gebaut hat oder so, ja, ihr seid ja selbst dafür verantwortlich, wie krass ihr da rein casht, ja. Kann ja auch sein, dass der Server einfach kacke lief und deren erster Gedanke war, ja, lass uns noch so viel Gewinn rausholen, wie es geht und bevor wir dann wirklich schließen. Vielleicht lief der Server einfach in eine falsche Richtung und die wollten halt noch Gewinn rausholen. Natürlich kacke für die Community, aber ja, also ja, auch verständlich. Und dann sollte man aber besser, und das muss man wirklich sagen, mit dem Cashen, mit dem Geld rein investieren in einen P-Server immer vorsichtig sein. Wir reden hier von Privatservern, von Leuten, ey, ich hatte einen Privatserver, den ich mit Leuten zusammen am Laufen hatte, ja. Ich könnte euch auch alle abziehen, aber da kann auch jeder andere da sitzen, der halt vielleicht ein bisschen Bock auf so wirklich so ein Scamming-Gedöns hat. Aber es kann auch sein, dass das jemand ist, der einfach dachte, scheiße, lief nicht gut, ein bisschen Cash noch mitmachen und dann ein nächstes Projekt starten und dann vielleicht aus den Fehlern lernen, ja. Marco, Eddie, ändere bitte, dass du nicht mehr so Kommerz bist. Schwierig, wenn man halt einfach krass am Start ist, so wie ich, dann kann man schwer nicht mehr so Kommerz sein. Einfach so. Ich wünschte, ich könnte auch nochmal die Uhr zurückdrehen, aber bin zu krass geworden. Ja, und in dem Sinne, Freunde, heute Abend könnte sein, dass ein Stream kommt. Ich freue mich auf den nächsten Stream, weil der nächste Stream läuft dann mit einem anderen Char, glaube ich. Glaube ich. Schreibt mir mal in die Kommentare, worauf ihr noch am meisten Bock hättet, worüber ich mal sprechen kann. Also das Fortress War war ein Thema. Es gab auch schon Skillungen und sowas, alles die Thema waren. Bei Skillungen würde ich sagen, kenne ich mich ziemlich gut aus, eigentlich bei den meisten. Und ja, würde mich aber mal interessieren, was ihr so sagen würdet, wo ihr am meisten Interesse hättet, worüber ich sprechen kann oder soll. Ja, in dem Sinne, Freunde, hat es mich gefreut, wieder mit euch zu sprechen. Und ich komme ein bisschen näher, um euch nochmal zu sagen, ich tue euch gerade lieben. Aber mal so gesagt, wird's gut machen. Ciao.